Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder ein Video für euch. Und zwar stelle ich euch diese Maske vor von der Marke Nubian. Von denen habe ich auch schon mal einen Lip Plumper getestet. Das kann ich euch auch mal in den Ecken verlinken. Ja, die haben mir diese Maske zugeschickt und ich sollte sie doch mal testen und euch vorstellen. Und das werde ich jetzt machen. Auch diese Maske hat wieder natürliche Inhaltsstoffe, genauso wie der Lip Plumper. Und sie sorgt dafür, dass das überschüssige Öl auf der Haut absorbiert wird und dass Geschwollenheit verringert wird. Und genauso Mitesser werden entfernt damit. Im Insgesamten sorgt sie natürlich für eine gesündere, schönere Haut. Die Maske soll man natürlich auf die Haut auftragen, die Augen auslassen und dann ganze 30 Minuten einziehen lassen. Ich habe das Ganze schon ein paar Mal probiert, aber vorher werden wir das erstmal gemeinsam probieren. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher rangeholt, damit ihr das Ganze besser angucken könnt. Ich benutze von Real Techniques diesen Pointed Foundation Brush. Der ist halt ziemlich flach und ein bisschen breiter. Und ich glaube, damit kann man ganz gut eine Maske auftragen. Und los geht's! So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe hier die Stelle mit meinem Nasenpiercing freigelassen, weil der ja noch ziemlich frisch gestochen ist. Und das werde ich jetzt 30 Minuten einziehen lassen und hier den Timer stellen. Ach ja, was ich euch noch sagen wollte, sobald die Maske getrocknet ist, kann man auch einfach drüber fassen. Man sieht, da färbt nichts ab. Natürlich, wenn da nasse Stellen noch wären, dann würde das auch noch abfärben, aber jetzt brauche ich keine Angst mehr haben. Wie man sieht, ich kann auch kaum meinen Mund bewegen, weil das einfach so festgetrocknet ist. Aber es fühlt sich nicht schlecht an. Nochmal zur Anwendung. Hier steht, dass man sie nach 30 Minuten vorsichtig wegpeelen soll. Ich werde das Ganze aber einfach mit Wasser abwaschen, denn ich finde den Weg einfacher. Seht, ich habe die Maske abgewaschen. Auf der Verpackung steht, dass man das eigentlich abpeelen soll. Das habe ich euch hier auch an der Stelle gezeigt. Und das funktioniert genauso gut, aber ich mag es lieber abzuwaschen, denn das ist ja auch dieser Peeling-Effekt. Ich benutze einen Waschlappen und rubbel das quasi so ein bisschen runter und meine Haut fühlt sich jetzt so weich an. Nicht so schön weich. Ja, meine Haut ist natürlich noch etwas gerötet, aber sie fühlt sich super, super gut an. Ich habe die Maske mittlerweile ausgiebig getestet. Sie lässt sich super einfach auf die Haut auftragen. Genauso einfach lässt sie sich auch wieder mit Wasser abwaschen. Und ungefähr vor einem halben Jahr habe ich die Pille abgesetzt. Und seitdem habe ich extreme Unreinheiten. Ich habe totale Probleme mit meiner Haut. Vieles sieht man auch einfach nicht, weil es einfach direkt unter der Haut sitzt. Aber ich spüre das ja. Und ich habe schon so vieles ausprobiert. Und früher hatte ich nie Probleme mit meiner Haut. Deswegen weiß ich auch gar nicht, was man so benutzen kann. Und habe viel von meiner Schwester ausprobiert und so weiter. Es hat irgendwie nichts geholfen. Dann habe ich diese Maske hier ausprobiert. Habe sie wie nach Anleitung 30 Minuten lang getragen, abgewaschen und dann bin ich schlafen gegangen. Und am nächsten Tag, meine Haut fühlte sich viel, viel glatter an. Fast alle Unreinheiten waren verschwunden, einfach weg. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also ja, diese Maske ist einfach wirklich der Hammer. Ich trage sie auch gerne, wenn ich so merke, oh, hier wächst eine Unreinheit, packe ich gerne so einen Tropfen da drauf und lasse es kurz einwirken und am nächsten Tag ist es wie verschwunden. Vielleicht muss man nochmal dann auftragen, aber dann ist es komplett verschwunden und man hat keine Probleme mehr damit. Also diese Maske ist auch wirklich vorbeugend, wenn man merkt so, irgendwie kriege ich so einen Schub, dann schnell drauftragen und gut ist, dann hat man echt weniger Probleme. Mein Fazit zu dieser Maske, ich bin total verliebt in diese Maske. Ich
will nicht mehr ohne diese leben müssen. Also sie ist mein absoluter Favorit geworden und das hat bisher keine andere Maske oder kein anderes Hautprodukt geschafft, so mit meinen Unreinheiten zu kämpfen. Und dennoch ist sie auch pflegend und die Haut trocknet nicht aus, die Haut fühlt sich viel, viel besser danach an. Also auch für Menschen, die keine Unreinheiten haben, ist diese Maske etwas. Und ich kann sie einfach nur euch ans Herz legen, denn sie ist es auf alle Fälle wert, gekauft zu werden. Wie versprochen habe ich auch einen Rabattcode für euch, und zwar PIA15, das schreibe ich euch hier hin, schreibe ich euch in die Infobox. Und damit bekommt ihr 15% Rabatt auf der ganzen Website von nubien.com. Und das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Also ihr werdet alles finden. Und damit war es das mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder.